Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer. Und es ist mal wieder Zeit für Geister. Es ist mal wieder die Geisterstunde. Deswegen habe ich hier diese Chillgeist Hex Wraiths Kavallerie mitgebracht mit meinen Untoten. Und unsere Gegner sind dieses Mal das Imperium. Chillgeist sind deswegen dabei, weil ich mir eine gute Vorhutposition hinter dem Rücken, im Rücken meines Gegners erhofft habe. Aber wie es aussieht, ist mir das auf dieser Karte leider nicht vergönnt. Das ist schade, um es milde auszudrücken. Da kann ich jetzt allerdings auch nichts machen. Sei es drum. Ich denke, wir können trotzdem wenigstens unsere Fieses in the Dark in irgendeine gute Position bringen. Und unsere Chillgeists hier im Wald platzieren. Das war nicht ganz so schön, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber immerhin. Ein bisschen weiter vorne als der Rest meiner Armee. Und das wird mir jetzt allerdings auch nur dann was bringen, wenn unser Gegner seine Armee auch irgendwo hier platziert. Und das kann sein, muss aber nicht. Gut, ihr kommt mal in Gruppe 5. Rest meiner Armee. Ich hoffe nur, es steht nicht hier direkt vor meiner Nase mit irgendwelchen Bogenschützen. Sonst sind meine armen Ghule, Fieses in the Dark, gleich aufgerieben. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Kann aber nichts machen. Meine Armee besteht, wie ihr seht, aus zwei Regimentern Graveguard, die hinter einer großen Linie aus Skelett-Speerträgern herlaufen. Und diese Skelett-Speerträger sind letzten Endes Kugelfänge, sollen dafür sorgen, dem Gegner möglichst viele Regimenter von hinten und von allen Seiten anzugreifen, sodass mehr Möglichkeiten für Flankenangriffe bei meiner Armee vorhanden ist. So kann ich die gegnerische Moral reduzieren und ja, das ist immer von großem Vorteil. Unser Lord kommt mal hier in den Wald, damit er nicht gleich gesehen wird. Unsere Kavallerie packe ich mal hier rein. Ihr kommt in Gruppe 3. Okay, also Ziel ist, den Gegner möglichst schnell zu überrennen, deswegen habe ich nicht so viele Regenerationsregimenter oder Einheiten dabei oder Modelle, ihr wisst ja, Korpskar und, nee, nicht Korpskar, sondern doch Korpskar und die dieses große rumfliegende Teil aus Geistern. Warum vergesse ich eigentlich immer die Namen dieser von Regimentern und Einheiten aus Armeen, die ich nicht mehr so oft spiele. Ist unglaublich, tut mir leid. Okay, Ziel ist es, mit der Frontlinie den Gegner zu umgehen von allen möglichen Seiten und noch mehr Druck aufzubauen mit der Kavallerie, um so Mali auf die gegnerische Moral auszuwirken und so den Kampf schnell zu gewinnen. Ich habe nicht vor, dass hier ein Grindmatch draus gemacht wird. Sollte der Gegner mit Flagellanten kommen, schicke ich meine Graveguard vor. Sollte er keine Flagellanten haben, Verzeihung, kann ich, meine Frontlinie so konfigurieren, wie es mir gerade passt. Und er hat Flagellanten und er hat eine Hellstorm Rocket Battery. Leider ist er nicht so weit vorne, wie ich mir das erhofft habe. General des Imperiums, die Flagellanten sind vorne, das ist sehr schön. Flagellanten sind sehr weit vorne, das ist schön. Das heißt, bevor der Kampf so richtig losgeht, oh, ich kann hier vielleicht, wenn ich etwas Glück habe, kann ich seinen General des Imperiums dazu überreden, hier runterzukommen und Manfred anzugreifen. Ich muss nur, ich hoffe nur, er fällt drauf rein. Er hat tatsächlich ein Hammer of the Witches dabei, ein Sunmaker und eine Hellstorm Rocket Battery. Das ist, kostet so unglaublich viel Geld. Er hat einen nicht mal annähernd genug Geld, um seine Armee wirklich am Leben zu halten. Das ist viel zu viel Geld. Er wird sowas von überrannt werden, dass es knallt. So, wir schicken unsere Graveguard nach vorne, unsere Sternsmen und die Jungs hier. Unsere ganzen Skelett-Jungs können schon mal hier um die Flanke, schon mal ein bisschen um die Flanke herumgehen. Hier bleibt es einfach stehen, denn den Kampf sollen die Sternsmen tragen und die Graveguard kommt nach vorne. Kommt nach vorne. Denn gepanzerte Einheiten tun sich da doch deutlich besser schlagen. So. Okay, da sind wir da.
Dann sind wir hier. Und ihr greift hier an. Der Rest unserer Armee umgeht den Gegner. Kann sogar schon mal hier ein paar Hitpoints spawnen. In Form von Skelettkriegern. Und vorwärts. So, damit legen wir jetzt seine Fernkämpfer lahm. Und dann haben wir eigentlich, so wie ich das sehe, praktisch gewonnen. Ich sehe jetzt nicht, was sie hier noch großartig machen will. Okay, er greift jetzt an. Mit seinem General des Imperiums. Macht Sinn. Aber er kommt ihm, wird ihm nicht hinterherkommen. Weil hier zu viele Truppen sind, die ihn stören. Und in, im Hintergrund sind seine Linien schon aufgerieben. Und das war eigentlich schon. Das ist schon das GG. Das ist das GG. Sein General kommt nicht mehr weg. Unsere Hunde haben alles aufgeräumt, alles aufgeräumt, alles kaputt. Ja, das ist das Ende. Wir können jetzt hier noch in den Rücken seiner Tattersalls angreifen. Eine Invocation auf eine Hack hauen wir auch noch rein. Einfach nur, weil wir es können. So. Mal sehen, ob er uns fangen kann. Ich glaube eigentlich nicht. Vor allem nicht, wenn unsere Chillkites gleich da sind. So. Seine ganzen teuren Fernkampfeinheiten sind tot. Und jetzt greifen hier mal die Hellebardiere in den Rücken an. Beziehungsweise einen Angriff hier in den Rücken seines Sternsmen. Oh nein, nein, er will Manfred von Karstein kaputt machen. Das lassen wir natürlich nicht zu, das wäre ja dumm. Das ist ein Heim, weil den ganzen Kram, der hier rumläuft. Der General des Imperiums bekommt nochmal ein Spirit Leech ab, weil wir noch ein paar Punkte übrig haben. So, und ihr fangt den ab und die ganze gegnerische Armee flieht. Ja, also mittlerweile hat sich das Metagame dahingehend entwickelt, dass die meisten Spieler glauben, dass die Vampire mittlerweile hauptsächlich mit sehr weichen Armeen kommen. Also haufenweise Speerträger, Skelettschwertkämpfer. Und deswegen werden sehr viele Flagellanten mitgebracht. Und die sind dann auch unglaublich effizient. Aber so zwei, drei Einheiten Graveguard, zwei, drei Regimenter Graveguard können eine ganze Menge Flagellanten aufhalten, den Rest der Armee so lange schützen. Und gut, in diesem Fall ist einfach viel zu viel Geld in diese Artillerie reingeflossen. Da hat er von Anfang an nicht genug Möglichkeiten gehabt, diese ganzen riesigen Formationen, die auf ihn zugelaufen sind, von allen Seiten aufzuhalten. Und dann ist diese Investition von wie viel? 1600, 2400, 4000 Gold, wahrscheinlich die Hälfte seiner Armee steckt in diesen drei Regimentern drin, hat sich nicht gelohnt. Und das war das Ende. Ja, deswegen ein, wenn ihr viel Artillerie mitbringt, sorgt dafür, dass sie auch gut geschützt ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ein schönes Replay habt zum Einsenden mit viel Artillerie-Chaos oder so, schickt es gerne ein. Ich bin gespannt drauf. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.